Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und einem neuen Mandala. Ja, das ist ein bisschen ganz anders geworden, das Mandala. Und ich freue mich schon, also du wirst es gleich dann im Film schauen können. Und ich gehe mal auf eine Frage ein, bezogen auf den Städtler Zirkel. Also, den kriegst du mit Sicherheit überall im Schreibwarengeschäft. Und das Besondere ist, man kann hier an diesen Schrauben diese Aufsätze lösen. Also original ist auch ein Originalaufsatz dabei, der genauso lang ist wie die Spitze. Und in diesem Aufsatz sind Bleistiftminen enthalten. Also wenn man nur mit Bleistift zeichnet, kann man auch diesen Aufsatz hier abnehmen und dann diesen ganz normalen Aufsatz damit arbeiten. Bei mir ist es so, wenn du zum Beispiel oder wenn du damit arbeiten möchtest, also ich kann den nur empfehlen, der ist sehr, sehr stabil und kann man sehr gut mit arbeiten. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiße Hintergründe habe, dann habe ich lasse den Aufsatz eigentlich immer dran, weil ich den praktisch finde. Dann mache ich mir hier meinen Bleistift rein und schraube das fest. Ja? Wenn ich jetzt dunklere Hintergründe habe, also die kann man dann ausradieren. Das siehst du auch gleich im Film, wie ich das gemacht habe. Und mit diesen Kalkstiften, der ist übrigens auch von Städtler, drehst du hier an der Schraube das einfach fest, bis der Stift natürlich fix ist. Ja? Sonst ist das, wenn du Kreise drehst, der sollte schon dann fest drin sein. Diese Kalkstifte entferne ich mit, wenn alle Farben ganz trocken sind, mit einem feuchten Mikrofasertuch. Ganz feinporig, weil die kannst du nicht ausradieren. Ja, eigentlich ist der sehr, sehr, sehr gut zum Arbeiten. Also ich komme damit sehr gut zurecht. Und was ich mir auch besorgt habe, ist ein sehr, sehr guter Ratzefummel, also Radiergummi. Der sieht so aus, das ist so ein Polymer. Das ist so ein Plastic Eraser, nennt sich das, so ein Radiergummi, der eben nicht so viele Rückstände bildet und eben auch wirklich gut ausradiert. Also das muss man auch so ein bisschen ausprobieren. Ne? Ja, dann kommen wir zu den Farben. Ich habe überwiegend wieder DecoArt Americana benutzt, und zwar das Bright Yellow. Dann habe ich benutzt Cadmium Yellow und ich habe Primary Yellow benutzt. Und ich habe, glaube ich, dieses Cadmium Yellow während des Arbeitens gemischt, damit es hell, also damit es das Gelb immer in einer bestimmten Form im Mandala heller wird. Nach außen hin oder nach innen hin heller wird, und habe das mit dem DecoArt Titanium White, habe ich das Titanium White, habe ich das angemischt in so einem ehemals Eiswürfelbehälter und habe das dadurch dann pro Reihe im Mandala dann entsprechend heller hinbekommen. Also das ist dann auch Farbenmischen, ist dann auch nicht so außergewöhnlich. Dann habe ich das Pineapple, also Ananasgelb, benutzt. Dann habe ich in der Mitte vom Mandala die Farbe Melone benutzt. Das ist ein wunderschönes Melonenrot. Dann habe ich benutzt Coral Blush. Das ist ein bisschen dunkler, ist auch so Melonenton, sehr schön. Passt sehr schön zu Gelb. Und habe dann ganz kleine Stellen mit diesem Zitronengrün habe ich bemalt. Und dann habe ich in der Mitte
von der Firma Amsterdam. Das ist auch eine ganz tolle Farbe. Das nennt sich das ist ein Nepalgelb, also es sieht aus wie ein Beige, ist aber, wenn man das verarbeitet, eine sehr, sehr interessante Farbe. Und das habe ich aber auch nur in ganz kleinen Stellen habe ich das verwendet. Und die zwei Metallic-Farben, die ich verwendet habe, ist wieder mein Pearl-Wise, also White Pearl und Shimmering Silver. Also Silber ist auch mit an Bord. Ja, ansonsten findest du alle Infos im Film, glaube ich. Also ich denke mal, dass man sieht, wie ich da gearbeitet habe, auch wenn das im Zeitraffer ist. Das würde sonst den zeitlichen Rahmen sprengen, denke ich mal. Ja, ich wünsche dir wieder viel Spaß. Ich hoffe, du kannst dich auch trotz der Schnelligkeit im Film entspannen. Die Energie fließt natürlich sowieso und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis bald. Tschüss. Ah, und wenn du Fragen hast, kannst du die gerne unten in die Kommentare schreiben und dann werde ich die immer in den Videos entsprechend beantworten. Freue mich auch über ein Abo, über ein Like und sage Film an.